willkommen zu Rudolfs Technikratgeber. Hallo zusammen. Ein USB-Kabel mit Winkelstecker. Oh, ist selten sowas. Ja, an Navigationssystemen habe ich sowas schon mal gesehen, so ähnlich. Aber was soll das? Das will ich hier nicht vorstellen. Nee, das gehört zu meiner Mütze. Warum sitze ich denn heute mit meiner Baseball-Cap hier? Die ist nämlich von OctaCam und da ist eine Full-HD-Kamera drin. Glauben Sie nicht? Passen Sie auf. Schauen Sie mal da. Da oben, da ist die Linse dahinter. Und ich kann also alles aufnehmen, was ich sehe, indem ich sie einfach einschalte. Da kann ich Videos machen. Dann bin ich in der Lage, wirklich Full-HD-Aufnahmen zu machen damit. Und wenn ich mir das dann mal ansehe, dann müssen Sie natürlich reingucken, wo die Elektronik ist. Die ist hier eingearbeitet. So, in der Mütze. Es ist wirklich kaum sichtbar. Da an dieser Stelle, da so kann man sehen, da ist der Slot für die Speicherkarte. Und wenn ich sie umdrehe, an dieser Stelle, da ist der USB-Anschluss. Und jetzt wissen Sie, warum Winkelstecker, einen flachen, den kriegt man gar nicht rein. Da muss man ja irgendwie Chirurgenhände haben. Den hier kann man einfach anschließen und fertig. So, jetzt wissen Sie, wo die Elektronik ist für die Kamera. Aber das Ding muss ja auch noch bedient werden. Das finde ich also ganz genial. Jetzt müssen wir mal sehen, ob ich das irgendwie zeigen kann. Sehen Sie hier diese Erhöhung. Hier sind drei Knöpfe. Ich habe schon mal so ein bisschen drüber gefummelt, damit man so sieht. Wenn ich die jetzt drücke, dann schalte ich die Kamera ein. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich drücke drauf und dann müssen wir da drin was sehen. So, jetzt hat sie sich eingeschaltet. Das ist ein Vibrationsmotor, der da drin ist, der so eine Rückmeldung gibt, denn ich kann ja, während ich die Mütze auf dem Kopf habe, nicht sehen, ob die Leuchtdioden an sind. So, und jetzt ist da rot und blau, die übliche Codierung. Jeder denkt sich da was Eigenes aus, alles muss man neu lernen. Und der nächste Knopf, der ist dann für Videoaufnahmen. Und dann macht er einmal Brumm und wieder aus. Und der nächste, der ist dann für Fotos, die man machen kann. 5 Megapixel Aufnahmen damit. Also wirklich ein sehr schönes, interessantes Teil. Das Ding ist ja auch noch nützlich. Man kann es ja wirklich gebrauchen im Sommer. So auf die Birne, hat einen schönen großen Schirm. Jetzt habe ich zwar einen Schatten im Gesicht, aber das will ich ja im Sommer haben. So, und dass ich da mit einer Kamera rumlaufe, das weiß keiner. Und die Bilder, genau das, was ich sehe, das habe ich dann anschließend einschalten zu Hause und kann es mit der Familie ansehen. Schöne Lösung.